Oh, okay. Haut er mal ab, der Typ. Gut. Autsch. Au! Ich spiel grad voll schlecht. Brauch Heilung. Gut. Bots. Autsch. Ist ja gerade echt schon mein nächstes Leben verloren. Ich glaube, das reset ich, oder? Ich will einen guten Versuch haben. Ich spiel gerade doof. Es war gerade zum Warmwerden. Ist alles gut. Hey, Serial, was geht? Komm. Trashcan. Ein bisschen hin und her springen, dann geht das viel besser. Ich weiß, dass es schneller mit normalen Schlägen ist, aber das ist eine Sache. Das kann da irgendwo. Ey! Warum habe ich letztes Mal so viel besser gespielt? Ich glaube, letztes Mal habe ich einfach viel sicherer gespielt. Jetzt will ich einfach durchkommen. Und lass mich von den Leuten treffen. Ich denke, so wird es sein. Ein kleines Herz schon mal, ist schon mal nicht schlecht. Hier war ich ja vorhin schon tot irgendwie. Oh, das war knapp. Ach, ich könnte ja auch eine Testtube einsetzen. Man kriegt, glaube ich, in jedem Level wieder aufgefrischt. Hätte ich hier einsetzen können bei denen. Das wäre ein Gegner, der hätte es gelohnt, denke ich. Hier für die. Ja, will das schon auf dem Screen behalten. Damit ich es noch einsammeln kann. Hm.
Na gut, muss ich wohl einsammeln. Okay. Habe ich jetzt wieder alle drei Test-Tubes? Nee. Ich dachte, man kriegt ja jedem Level voll. Okay, dann nicht. Wie setze ich bei dem Boss eine ein? Wahrscheinlich, ich setze mal beim Boss beide sogar ein, vielleicht. Trifft es? Okay, es trifft. Okay. Na, mal schauen, ob ich jetzt beide wieder kriege. Das wäre natürlich ganz gut. Ja, okay, kriegt alle drei wieder. Na gut. Natürlich, der erste Gegner trifft mich. Halleluja. Mir nicht. Ey! Arschloch. Der hat mich viel zu oft getroffen. Ja, auch blöd. Schön. Das hat irgendwie gut geklappt. Sinnlos. Schade, ich habe gedacht, vielleicht explodiert in seiner Hand. Thank you.
Bisher bin ich aber noch voll im Leben, das ist ziemlich gut. Und nee, eins habe ich verloren, eins habe ich beim einen Boss verloren, aber bin da quasi wieder. Ah, ist doof. Besiegt die lieber, als da irgendwie vorbeizugehen. Ist mir doch irgendwie sicherer. Shit. Ist der Mesa umgebottet? Ah. Egal, durch. Na gut. Zwei Leben bisher verloren, ist wohl in Ordnung. Oh, gut, dass der mich geblockt hat. Das war nett von dem. Muss ich ja schon sagen. Und Leben gekriegt. Ja, das kann man auch mitnehmen. Ich hätte doch hier einen Typ benutzen sollen, ich habe überlegt. Aber dann war es zu spät. Dass es noch gelohnt hätte. Hätte ich machen sollen. Naja. Von hier lag dein Herz auf dem Bild und na. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Schaden machen. Das ist ein Folie, das will ich haben. Ich hab's immer noch nicht. Jetzt hab ich's. Ja, oh, schieß doch mal seine Kumpels ab. Finde ich gut. Finde ich gut. Billigste Gegner und der haut mich gerade zu Matsch. Hey, auf damit. Yay, hallo, willkommen zurück. Genau, Batman. Bisher bin ich ganz gut. Bisher habe ich zwei Leben verloren und zwei Leben bekommen. Das ist recht gut. Ich glaube, eine Fuhre von seinen... Ja, das war okay.
Hätte ich ein Leben mehr verloren. Ja, aber es ist einfach, wenn seine Komplizen weg sind. Ich glaube, das ist die letzte Runde von denen. Autsch. Ich müsste jetzt... Na, noch einer. Okay. Ganz in Ruhe. Noch zwei, echt? Ja, wo kann man es machen? Das ist jetzt der letzte aber auch nicht, oder? Denke schon, jetzt soll der einfach sein. Wie war meine Strategie nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Au, nicht so! Moment, kann man bei ihm auch die Kombo mit den Blocken machen? Ich bin da so schlecht drin. Aber man kann seinen Wegschlag von seiner Schlaganimation skippen, aber klappt ja wunderbar. Bullshit! Was mache ich denn hier? Alter! Es ist doch gerade so verrückt, ey. Ich mache die mir schwerer als Catwoman. Und für die habe ich mittlerweile eine Strategie. Aber anscheinend nicht für Mr. T Strongman hier. Mr. T ist auch gut. Ey, Kato, ey. Ich verkacke gerade übelst bei diesem Boss. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Immer wenn ich rangehe, haut er mich einfach zu Brei. Okay, ich hab ihn gleich, aber trotzdem. Das kann ja nicht. Was sind seine? Zu aggressiv wahrscheinlich gespielt. Ich hau ihn lieber mit dem Bumerang weg. Natürlich, und verteidige. Defensiv spielen klappt irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie Katastrophe. Warte hier einfach auf. Dann schlägt er trotzdem. Ah, Demon's Crest Run waren gerade richtig schlimm. Die waren nicht gut. So, das war jetzt eigentlich zwei Leben zu viel verloren oder so. Bestimmt. Aber ich war vorher richtig gut. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwie klappt. Ich hab's jetzt für jeden Boss, das ist das Gute. Ich muss mich nur wieder da rein einspielen. Das ist jetzt natürlich zwei Tage her. Und das kann bei sowas schon was ausmachen. Wie war das? Ich weiß nicht mehr, wie das war, hier dieser Sprung. Okay, man kann sich hier an festhangeln. Na gut. Am 21. bin ich weg. 21. fahre ich los. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht. Okay, irgendwie so. Ich sehe den. Oh! Ich glaube, hier war ich sicher. Ich glaube, eine Bombe fällt hier hin, wo ich bin. Oder sowas. Doch nicht. Nicht sicher. Ach ja, der war hier. Wäre gut, wenn ich genau die Lücke da getroffen hätte. Das wäre jetzt schön gewesen.
So, Catwoman. Ja, ich weiß. Ich muss mich nochmal erinnern. Ich habe zwei Attacken, wo ich sie angreifen kann. Peitsche und Dash. Und ich war gerade viel zu nah an ihr dran einfach. Und ich glaube, wenn ich spawne, kann man sie auch angreifen. Ohne Risiko. Peitsche macht sie nämlich immer zweimal. Und beim Dash, ja, das war doof. Nur reingerannt. Und nach dem Kick kann man kontern, wenn man getroffen wird. Au. Das war trotzdem schwer. Ja, das war natürlich gut. Aber es wäre das Ziel, jetzt mit den zwei Leben das zu schaffen, das wäre phänomenal. Aber die ist trotzdem mal schnell! Die soll ich nutzen. Das war richtig dumm. Letztes Leben, das wird nichts. Oh Gott, das ist knapp. Das hätte ich nicht machen sollen. Oh komm, 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 komm. Ja, Catwoman, no credit. Yeah. Das war gut. Das war schon mal echt gut. Ja, ich versuche jetzt trotzdem den ersten Raum hier zu schaffen. Ich weiß dann spawn ich. Ich bin nicht sicher, ob ich dann unbedingt einen zweiten spawn. Ich weiß, wenn ich beide, die ersten beiden Räume schaffe, spawn ich bei Catwoman. Also beim Boss danach. Weil Catwoman hier nochmal kommt. Ich versuche es jetzt einfach, was soll's. Ich habe nichts zu verlieren, außer Zeit. Und das ist mir jetzt egal. Dass ich jetzt etwa 5 Minuten versuche, oder ob das nicht klappt, oder ich das hinkriege. Vielleicht spawne ich jetzt schon in dem Raum, wenn ich hier sterbe. Das kann ja sein, weil hier eine Screen Transition ist. Und das hätte sich dann schon gelohnt, auch wenn ich hier kaum Schaden kriege, aber hey. Kann ich hier benutzen, weil wenn ich sterbe, sind die eh weg. Deswegen kann ich sie ruhig benutzen. Einfach ganz sicher spielen jetzt hier. Alles klar. Feuertypen haben Range. Aufpassen. Das ist gut. Jawohl. Und ein Leben gekriegt. Jawohl. Sieht doch gut aus. Perfekt. Hat sich sowas von gelohnt. Außerdem ist jetzt hier schon Ende. Jetzt kommt schon wieder Catwoman, ne? Okay, hier werde ich wahrscheinlich jetzt mein erstes Continue brauchen. Catwoman, nochmal 2 Leben ohne Tubes. Ich meine, ich versuch's. Was soll's? Das ist halt doof. Immer so schnell. Ich
Das war toll. Mich nicht! Der hat mich getreten, das war so gut! Ah! Naja, okay. Dann kann ich alles haben. Mit den drei Testtubes hätte ich es geschafft, das ist das Ding. Also das war ein richtig guter Run bisher. Und dass ich Catwoman nicht mit zwei Leben schaffe, ist wirklich keine Tragik. Hey, egal, was es geht. Sagen Sie Peitsche macht das halt easy. Na komm. Instant Kick einfach, dankeschön. Alter, ihr rackt mich gerade weg, ey. Okay. Jawohl. Instant Kick schon wieder? Gereckt wie sonst was. Was ist das? Der tritt mal wieder! Da kannst du nichts gegen machen. Das ist auch schlimm gerade. Ich hab die vorhin fast mit zwei Leben geschafft. Und jetzt sowas. Ich sitze mich nur noch. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Konter? Blocken wahrscheinlich? Okay, kann man nicht! Wow. Direkt einfach. Ich kann ja die Tubes benutzen, fällt mir gerade auf. Ich müsste die nachher aufladen. Dann hau ich das jetzt einfach raus. In der Hoffnung, die lacht nicht danach halt wieder auf. Das war's, oder? Naja, das war's, okay. Ja, drei Leben verloren. Das ist irgendwo in Ordnung. Nee, ich krieg's noch nicht wieder, die Tubes. Ah, jetzt kommt noch ein Boss. Ah, okay. Okay, hier muss man wissen, was der macht. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Okay, ducken, ducken, springen. Und jetzt? Der kommt von links, der kommt uns immer von rechts. Ja, das ist mies. Okay, jetzt fängt er von vorne an. Oder, ja, ich weiß nicht, wie er da oben rumfliegt. Doof. Einfach ducken. Von welcher Seite kommt er jetzt? Woher weiß man, von welcher Seite er kommt? Das wüsste, das würde viel ausmachen. Weiß noch nicht, wo aus welcher Richtung er kommt. Geraten. Autsch. Gegen ihn zu kommen, deshalb macht er so viel Schaden irgendwie. Also links. Okay, immer aus der entgegengesetzten Richtung von den Regenschirmen. Ah, da trifft er mich so oft. Immer. Okay. Lieber sicher spielen. Okay. Ist okay, der macht halt viel Schaden. Vor allem, wenn man gegenspringt.
Da kann man ein paar Leben verlieren. Das denke ich in Ordnung. War auf jeden Fall lustig. Ich sag, er kommt jetzt auch direkt wieder. Ist schon lustig. Ist mir das letzte Mal richtig aufgefallen, dass die Gegner hier quasi gar keinen Schaden machen. Und ich weiß nicht, was Speed abbringt. Also man kann ja nach vorne und nach hinten drücken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas ausmacht. Mal bei wesentlich mehr Schaden als letztes Mal, muss ich ja sagen. Wahrscheinlich einfach, weil ich weiß, dass ich kaum Schaden mache. Ich weiß allerdings auch nicht, was passiert, wenn man hier stirbt. Man dann für die alles normal machen muss. Könnte ich mir halt sogar vorstellen. Deswegen sollte ich hier echt mal ein bisschen aufpassen gerade. Weil ich kriege gerade jede Rakete ab. Hier sind ein paar Punkte, genau. Keine Ahnung, ob das Speed Up das bringt. Außer, dass es sowas aussieht, halt, dass es beim Auto ein bisschen anders aussieht. Keine Ahnung. Autsch. Wie soll ich das anfangen? Naja. Ich weiß halt nicht mehr, es sieht halt nicht mehr aus, als ob man langsamer oder schneller wird. Ich bin halt unschlüssig, was das angeht. Es sieht halt irgendwie nur aus, als ob... Anscheinend wird es was machen, aber... Naja. Ich habe wesentlich mehr Schaden gekriegt als letztes Mal, muss ich sagen. Ja, natürlich. Also vom Continuous und extra Leben sollte ich eigentlich gut sein. Ich sollte noch zwei Continuous haben oder so. Komplette. Ich glaube, das letzte Level, ne? Oder noch zwei, ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, zwei noch. Das ist noch, ja, okay. Ich war aber schon beim Endboss letztes Mal. Das sollte was werden. Sollte ich einfach. Ich mach's jetzt einfach noch. Mir egal. Nochmal, diesen doofen Gegner, ich mag die nicht. Vielleicht lass mich auch wegrecken von denen. Oder?
Level will ich schaffen mit dem Leben. Das ist hier fest. Jedenfalls bis zum nächsten Abschnitt. Und das war halt ein recht langer Abschnitt. Und ich lasse mich auch von allen treffen? Okay, lauf da rein. Ja, jetzt kommt das. Das war eigentlich echt funny. Muss ich ja sagen. Und da rüberspringen muss. Und die alle können nicht rüberspringen, außer später diese blauen. Er hat mich gerettet. Habe ich ihn wieder gerettet? Ja. Jetzt aber nicht. Einfach stunnen. Ich rette die immer. Oh, jetzt kommt das nicht mehr, ne? Jetzt hören die nicht mehr. Egal, komm. Ich mag diese Tomahawk. Messer futze ich nicht. Ich finde das ein schwerer Gegner. Das ist mein letztes Leben gerade. Ich habe gerade irgendwie Angst. Dass irgendwas Doofes passiert. Muss ich ja sagen. Oh, volle Hall. Hätte ich das schon einsammeln sollen? Aber ich glaube, das war es hier, ne? Kommt hier noch was? Ich glaube, hier ist immerhin eine Screen Transition. War denn hier jetzt noch? Ach, so ein komischer Typ war ja noch. Der war in der zweiten. Ich glaube, der hat zwei Phasen. Und der hat halt auch wieder seine Companions, die irgendwann nicht mehr neu spawnen. Die zweite Phase war übel einfach. Hi, Huck. Au. Ja, das. Wahrscheinlich nichts. Ja, okay, das war's. Ja, ist okay. Okay. Zwei komplette Containers für den Rest. Das sollte doch gehen. Aber die kann ich jetzt benutzen, die Tubes einfach. Ich sehe nur die erste Runde von den Companions gerade. Die einfach benutzen, damit die Hauptsache die erste Phase ist halt das schwerste und die Companions. Vor allem, das halt, da sollte ich einfach die ganze Typ jetzt benutzen. Und dann habe ich schon mal gut was geklärt, vor allem von den Companions. So, das Gute, dass die nicht unendlich spawnen. Soll ich eine gute Position hier gerade mal? Das war sehr, sehr gut. Jawohl, das läuft gerade. Alter! Ah, okay. Aber schön. Jo, danke für den Host. Okay, lass mich noch einmal von dem umhauen. Jetzt sind keine Companions weg. Soll das eigentlich einfach sein. Wenn der erstmal in seine Ich will Fernkampf machen reingeht. Ja, okay, er macht Fernkampf. Und das ist übel einfach. Weil er will dann immer an dir vorbeigehen. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Und dann kannst du ihn einfach mal nehmen. Weil er will Abstand von dir gewinnen, damit er seine Maschinen dann rausholen kann. Aber tut mir leid, dass ich das nicht lasse. Nope. Oh. Und notfalls einfach einen Bumerang werfen. Bevor er halt sich hinstellt. Nicht so schwer. Na,
Na, na? Ah, das war knapp, das war knapp. Na komm. Sieht auch so derpy aus, ich finde das gut. Du kommst hier nicht vorbei, no. Ich hab ein Aua-Aua gemacht, genau. Ja, ich hab mich verbrannt im Gesicht. Da. Den letzten Arbeitstag, super. Quasi in der letzten Stunde noch. Na, komm her. Und das war's. Ich habe Knochen in heißes Fett geschmissen und da ist der Karton ein bisschen abgebrochen und dann sind die mit ein bisschen mehr Abstand als normalerweise reingefallen. Und dann ist Fett gespritzt. So, letztes Level. Ich habe noch zwei Continues, das sollte eigentlich ganz gut sein. Du stirbst. Ja, das hat jetzt nicht so geklappt. Ich arbeite als Koch und so setzt man Soße an, indem man Knochen andreht. Und dann Gemüse und etc. Muss man diese eigentlich besiegen, diese Bazooka-Typen, oder? Manchmal hauen die auch einfach ab, habe ich das Gefühl. Bin mir da nicht so sicher. Mach's gut, Kado. Tschö. Ja, wenn du Brühe kochen würdest, dann würdest du quasi die Knochen auskochen. Dann würdest du sie aber nicht anbraten. Macht privat eh keiner selber. Da gibt's genug Instant-Kram für. Was auch gar nicht so verkehrt ist. Ist halt nicht gefährlich, wenn man so am Rand ist irgendwie. Weil die Bauern müssen, glaube ich, erstmal irgendwie ein gewiss weit in diesen Screen reingehen, damit sie sich attackieren können. Was halt nett ist, dass sie dich nicht offscreen attackieren. Das Herzbrot ist ja auch noch da, das ist super. Mir gefällt das Herzbrot. Nein! Ich hab oft gescrollt. Ah, mit einem Sprung zu weit. Doof. Ach, das war ja doof hier. Kann man dagegen verteidigen? Man kann dagegen verteidigen. Aha. Hätte ich ja nicht gedacht. Cool. Ich hab's schon vergessen, dieses Herz. Aber das ist cool. So, Leben gekriegt, sehr schön. Au, ja, das war super. Komm, das Herz kriege ich aber, oder? Ja, es kommt halt generell auf die Küche an, wo du arbeitest. Ich würde nie ins à la carte gehen wollen, also ins normale Restaurant gehen. Da ist es echt halt meistens schlimm. Ich sollte eine Tür benutzen. Jetzt zu spät. Jetzt habe ich die eh in einer guten Position. Davon mal abgesehen.
Irgendwann kriegst du diesen Mike noch hin. Ich glaube an dich. Einfach öfter versuchen. Dann wird Mike Krüger irgendwann wieder aussehen, wie er aussehen soll. Ja, dann warst du hauptsächlich in Restaurants oder Hotels, nehme ich mal an. Ich bin halt in der Gemeinschaftsverpflegung. Arbeite im Altenheim für, ich glaube, 600 Leute ungefähr. Ich benutze eine Tube. Ach komm, hau raus, die Dinger! Fettclowns halten aber viel aus. Jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie mich keine Rakete getroffen hat. Verstehe ich nicht. Aber ich werde mich nicht beklagen. Ja, ich glaube, Zeitraum ist, glaube ich, einfach generell bei Berufen, wo du halt aktiv was machst. Ich könnte einfach nicht am PC sitzen. Ich meine, das mache ich auch zu Hause die ganze Zeit. Aber ich könnte es beruflich nicht. Der Nachteil ist dann halt wieder, dass es halt anstrengend und du bist zu Hause meistens einfach fertig. Das ist halt wieder der Nachteil dann. Okay, Endboss. Mister, warum auch immer eine End? Ich weiß es nicht. Aber die Strategie war, glaube ich, einfach ganz kurz da reinzugehen. Okay, was ist das jetzt? Irgendwann muss man halt mal durchgehen, denn ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, ohne Treffer zu kriegen. Aber hey. Oh, ich bin schon nah dran. Ich bin schon nah dran. Testtube! Macht keinen Schaden bei dem. Moment, das hat ihn gestunt, oder? Was das jetzt? Wenn man wusste, wie, war das einfach. Oh, natürlich nicht. Er wieder. Oh, als normaler. Okay, gegen ihn habe ich keine Strategie. Ich habe noch ein ganzes Continue. Er hat keine Companions, das ist halt... Okay, was zum Henker? Okay. Oh, jetzt läuft er wieder rum. Das ist ja wieder einfacher. Wie es mir scheint. Das ist natürlich mies. Alter! Nicht ohne. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit dem Leben schaffe. Eine Strategie zu finden wäre halt gut. Das war gut. Na, rangehen. Ja. Nein, es ist halt nicht einfach. Ich weiß noch nicht, ob aggressiv die beste Strategie hier ist. Klappt teilweise ganz gut, aber geht auch ganz schön in die Hose. Wenn ich einen Testtube hier benutze, dann hole ich ihn auf aus der Luft. Ah, ich hab doch verteidigt! Ich war, glaube ich, einfach tot.
Kann man auch nicht rüberspringen. Was machst du denn dagegen? Was machst du denn gegen diese Attacke? Was machst du gegen diese Attacke? Weiß es nicht. Ah, komm, 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 ein Leben noch. Sau knapp. Sau knapp. Geht das? Ah, nicht unbedingt. Shit! Komm, was ist das? Ja! Moment! What? Nein! Wie geht das überhaupt? Oh no! Ah, Double Kill einfach. Bad Ending. Okay, jetzt nochmal mit zwei Leben mehr, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Und ein Typ mehr, glaube ich, oder zwei. Oh Mann, ey. So was passiert. Warum ist mir das eigentlich schon so bescheuert oft passiert? Es ist halt jedes Spiel anders, ob das falsch funktioniert oder nicht. Wäre es übrigens geil, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Das wäre ein Armutszeugnis irgendwo. Ich weiß noch nicht, inwiefern das klappt. Manchmal klappt das. Ah! Ich weiß auch nicht, wie diese Hitbox von diesen Dingern ist. Scheiße, ey, es ist schwer. Es ist schwer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das nicht. Ich zweifle gerade. Und das ist schlecht. Komm, wann kann man denn aus dem Schild rausgehen? Weiß ich nicht. Wenn ich ihn da gut treffen kann. Wie weiche ich dieser bescheuerten Regenschirmattacke aus? Ich weiß es halt nicht. Keinen blassen Schimmer. Überhaupt nicht. Und manchmal macht er so komische Sachen. Ich bin am Verzweifeln. Okay, das sieht gut aus. Ich nehme alles zurück. Man weiß halt nicht, wie viel KP die Bosse haben. Das ist halt das Krasse in diesem Spiel. Das Bescheuerte in diesem Spiel, sagen wir mal so. Ich hab's gleich. Kaum noch eine Testtube, dann hab ich's. Boom! Gedreckt! Gedreckt! Na, nochmal ein Chokeslam hier zum Schluss. Bam! Das war's jetzt aber. That done. At last, Batman has defeated the Penguin. Peace has returned. Until the next time, the dark forces rise to harm the fair people of Gotham City. Nun kommt 9, nee, nicht 999, sondern 109. Das mache ich jetzt nicht, sondern das mache ich erst. Ich habe dieses Spiel ja quasi sowieso eingeschoben, ohne das irgendwie geplant zu haben. Eigentlich ist ja eigentlich schon Radical Rex dran, aber das ist ein Spiel, das werde ich vor der ESA nicht fertig machen. Und das muss ich ein bisschen pushen, wenn ich es mache. Deswegen wollte ich jetzt das erst danach machen. Und deswegen habe ich einfach Batman eingeschoben. Und das ging ja auch ganz gut.
Und soweit ich weiß, schalte ich mit Batman halt auch nichts frei. Aber hey, ein Spiel mehr durch. Das ja auch nett ist. Nee, ich denke, ich höre jetzt erstmal einfach auf zu streamen. Und mal schauen, vielleicht mache ich später noch irgendwas. Ich wüsste jetzt noch nicht was, aber hey. Ah, okay. Wie kommt das? Inwiefern tauschen? Das, wo die leben, oder was? Oder was? Krass. So, kommt da noch was? Ich denke nicht. Ich warte noch, bis die Musik ausklingt. Kling. Congratulations, no challenge Hardmode. Wie wär's mit? Nee.